Und willkommen zu Patricks Vlog. Ich habe mir ein schönes Plätzchen wieder. Echberger Hofplatz ausgesucht. Vor allen Dingen, weil die Sonne da hinten steht. Das heißt, ich habe noch eine Zeit lang Chance, ein besseres Preview zu machen als das letzte Mal. Und dann guckt sich das ja keiner an. So, also heute der versprochene Beitrag zum Thema Beta-Nicht-Kunden erkennen. Wichtig, ganz wichtig. So, aufpassen, kann heute viel lernen, das existenziell wichtig ist, um in seinem Leben irgendwie was auf die Reihe zu kriegen. Also, alle Leute, die Probleme haben, was auf die Kette zu kriegen, guten Tag, aufpassen. Es geht darum, Beta-Nicht-Kunden zu erkennen. Die Vorgeschichte ist, ich brauche ja Geld, das heißt, ich brauche jemanden, der es mir gibt. Ich brauche niemanden, der mir ein gutes Gefühl gibt oder ein schlechtes Gefühl, mich versucht zu erpressen, dass ich für ihn arbeite. Ich brauche auch niemanden, der mir erzählt, was für ein toller Typ ich bin und wie toll alle Arbeit ist, die ich für ihn tue und in großer Zukunft, wie großartig ich davon profitieren werde. Nein, ich brauche heute irgendwas und sei es nur 5 oder 10 Euro, das für mich in Richtung Deckung meiner Krankenkasse oder meiner Miete geht. Das ist es. Wir reden noch nicht davon, Essen zu bezahlen, weil das können wir containern. Das hat immer niedrige Prio, muss man verstehen. So, nächster Punkt, den man verstanden haben muss. Ich befinde mich in einer sehr unangenehmen Situation. Wenn ihr auf die Arbeit geht, geht ihr morgens auf die Arbeit und auf eurem Arbeitsplatz liegt Arbeit. Mach sie Sklave. Super. Ich komme morgens an meinen Arbeitsplatz. Erstmal ist alles dreckig, weil keine Putzen geputzt haben. Dann mache ich erstmal sauber, während der Rechner hochfährt. Fütter die Katzen, mach mir einen Kaffee so. Und danach habe ich nichts auf dem Arbeitsplatz liegen zum Arbeiten. Warum denn das? Naja, ich muss mir die Arbeit suchen. Ich bin selbstständig. So, und das Problem an der Sache ist, wenn du beispielsweise einen Tag telefonierst, um einen Job zu finden und einen Tag arbeitest, um den Job abzuarbeiten, hast du nur an dem einen Tag Geld verdient, nämlich an dem Job, an dem Tag, wo du den Job machst. Problem, du musst aber auch an dem anderen Tag Geld verdienen und hast an dem anderen Tag deine Kosten. Das heißt, du musst dann an dem einen Tag, an dem du arbeitest, das Doppelte nehmen, weil du ja den einen Tag mitbezahlen musst, an dem du nichts verdient hast. Ja, aber Patrick, das ist doch nichts mit Arbeit zu tun, wenn man Kunden sucht. Das nennt sich Vertrieb und dafür gibt es Vertriebsmitarbeiter und dafür kriegst du in der Regel Leute, die für 2.500 bis 3.000 Euro im Monat brutto inklusive Provisionen arbeiten. Mache ich das, habe ich halt den Luxus, dass ich auch, wenn ich am Tag mal nichts verkauft habe, am Tag mit einem Gehalt heimgehe, mache ich meinen Job, telefoniere ich den ganzen Tag, kriege keinen Kunden und habe dann nichts zu essen und darf containern gehen. So, das ist schon mal nicht schlecht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, möglichst schnell zu erkennen, kann ich mit dem Kunden überhaupt Geld verdienen? Ja, aber Patrick, was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass nur weil jemand sagt, ich will eine Leistung und bin bereit dafür zu zahlen, dass du mit dem Geld verdienst. Das gibt verschiedene Gründe und auf die will ich eingehen. Und lass uns mal einsteigen, vielleicht auch gleich mit der Geschichte, die ich heute nochmal hatte. Also ich habe die letzten zwei Wochen vorne dran darauf verwendet, mir da so ein Modell zu bilden. Und ich habe es heute nochmal probiert und habe gedacht so, boah, du bist voll der Checker, ja. Du hast jetzt deine Metrik, nach der du abbildest, was Nicht-Kunden sind. Und dein Beta-Analysator D3 hat für dich ein ganz klares Bild schon im... Du schaust nur auf die Kleinanzeige drauf und du weißt schon, das ist ein Beta, das lohnt sich nicht. So, okay, aber da ich heute halt die Wahl habe zwischen Flaschen sammeln und... Ja, guck mal, der Punkt ist, wenn du für 15 Euro Flaschen sammeln gehst oder für 50 Euro eine Rechnung schreibst, ob du jetzt 4 Stunden abends für 50 Euro eine Rechnung schreiben arbeitest oder 15 Euro Flaschen sammeln gehen, okay, Flaschen sammeln verdienst du mehr in der Zeit, aber 50 Euro wären 50 Euro und da kann ich heute Abend daheim sitzen und muss keine Flaschen sammeln gehen. Kluger Plan, deswegen gleich das Erlebnis von heute. Also, Anzeige. Ich habe ein Programm geschrieben, ich brauche jemanden, der das erweitert und jemanden, der es weiter fortführt und pflegt. Bitte schreibt mit Alter, Stundensatz und Erfahrung und Referenzprojekte. Okay, super. Ich bin der Patrick, ich programmiere seit 20 Jahren PHP. Ich habe früher eine große Community mit Pacehead und Livecam geschrieben, über die ich über 3-4 Jahre gelebt habe. Zumindest einen Beitrag dazu geleistet hat, aber das müssen wir immer ein bisschen schönen.
Und ja, mein Stundensatz ist 30 Euro. Was ich nicht dazu geschrieben habe, dass ich bei den 30 Euro auf Existenzminimum rauskomme. Man muss ja, also der, auch ein Kunde hat ein gutes Gefühl verdient, selbst wenn man Alpha ist. Ne? Also gerade wenn man Alpha ist. Weil das gute Gefühl ist das Sahnehäubchen, nicht die Handelsware, sondern das Sahnehäubchen auf der Handelsware. So, und ja, lass uns telefonieren. Je nachdem, was das Projekt ist, wenn ich es nebenbei reinschreiben kann, mache ich auch gern einen Festpreis, einen niedrigen, solange das Ganze jetzt nicht von heute auf morgen hollerhopp erledigt sein muss. So, ja, Antwort kam zurück. Ja, es tut mir leid, ja. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass jemand sich meldet, der Geld verdienen möchte. Weil ich habe kein Geld. Ich habe eher damit gerechnet, dass einer meiner Schüler sich meldet, der dann Geld verdienen möchte. Okay, also, paraphrasiert. Jemand schaltet eine Jobausschreibung, schreibt nicht selbst rein, was er geben möchte, erwartet, dass jemand anderes es sagt, wundert sich dann, wenn jemand Geld haben möchte, wenn er bezahlt werden soll. Und er wird zurückgewiesen. Also wenn du Geld willst, wirst du zurückgewiesen. Wenn der jetzt zum Beispiel gesagt hätte, okay, ich brauche heute Abend das und das und das, machst du es für 30 Euro. Hätte ich gesagt, ja, okay, warum nicht? 10 Euro Flaschenflamme gespart. Ja, also... Gut, in der Antwortmail habe ich mal halt geschrieben, jo, sehen Sie, die Sache ist die, entweder ich mache Ihnen heute Abend für 50 Euro was oder ich gehe Flaschen sammeln und das ist mir immer noch lieber, als wenn ich auf Fiverr heute Abend für 3 Euro die Stunde was mache. Weil da konkurriere ich mit dem Inder oder Pakistani, der macht's für 3. Also, da gehe ich doch lieber hin und schreibe heute Abend für Sie Code, ist doch klasse, oder? Ja, nee, wie gesagt, er will jemanden haben, wenn er unter Jobs schaltet, der sich bei ihm meldet, der arbeitet, ohne dass er dafür... eine nicht näher genannte Summe, weil die sind gar nicht an den Punkt gekommen, darüber zu reden, was will er eigentlich zahlen. So, und da kommen wir auf 2 Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Und zwar die Kunden, mit denen du kein Geld verdienen kannst, und auch Projektpartner, auch Band oder Auftritt, irgendwo, egal. Die wichtigste Eigenschaft von jemandem, mit dem du kein Geld verdienen kannst, ist, dass er ein Beta ist. Und das äußert sich in gewissen Dingen. Punkt 1 zum Beispiel, er ist nicht spezifisch darin, was sein Budget ist. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Warum? Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Beta sagt, mein Budget ist er angreifbar, weil ein Fakt, eine Zahl, ist interpretierbar. Wenn er nur sagt, ich zahle, steht ja nicht dahinter was. Das heißt, in der öffentlichen Meinung ist das ja alles in Ordnung. Wenn er jetzt reinschreiben würde, ich zahle 15 Euro die Stunde, während der übliche Stundensatz 80 Euro die Stunde bei einer Agentur ist, dann würde er dastehen wie ein Verlierer und wie ein Penner. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Betas wollen gemocht werden. Betas werden aber nur dann gemocht, wenn sie in ihrer eigenen Wahrnehmung, wenn sie nicht in den Konflikt eintreten und ihren eigenen Wert präsentieren bzw. Wert einfordern, basierend darauf, dass sie Wert geben. Deswegen geben sie dir nur ein gutes Gefühl, aber nie echten pagatorischen Wert, weil den haben sie ja nicht. Das formulierte er ja so aus, ich habe kein Geld. Okay? Also das ist jetzt keine Interpretation, das ist ein... Steht so da. So. Und was ganz wichtig ist, auch Betas sagen nie, ich zahle so und so viel. Betas sagen immer, was zahlen Sie denn? Warum? Ja, wenn ich sage, ich will 30 Euro die Stunde und er hat das Geld nicht, bin ich ja der Böse, weil ich zu teuer bin. Okay? Er kommt dann nie in die Verlegenheit, nicht gemocht zu werden, weil er irgendetwas sagt, was ihn unliebsam macht. Wenn er sagen würde, ich zahle 20 Euro nur statt 30 und ich sage, wissen Sie, der normale Stundensatz bei der Agentur ist 80 und Sie zahlen 20, mach mal vielleicht 25 draus. Dann müsste er ja sagen, hey, das habe ich nicht auf dem Lappen. Und dann stünde er da wie jemand, der nichts auf dem Lappen hat und so Leute werden natürlich nicht gemocht. Und deswegen darf ein Beta nie nach außen hin sagen, was sein Budget ist. Weil die Zahl ist interpretationsfähig. Es läuft gut. Ja. Wie viel Leute waren in deiner Vorlesung, in deiner Autorenlesung drin? Oh, es läuft gut. Ja, wie viel? Wie? Zwei. Okay, also du hast eine Convention gehabt, du hast gelesen, 1500 Leute waren da und 2 Leute waren in deiner Lesung und es lief gut. Da seht ihr, sobald eine Zahl da ist, ist das interpretierbar. Weil dann kann ich mit meiner eigenen Metrik gehen und sagen,
1500 zu 2. Na super, einer von 750 interessiert sich für das, was du machst. So, dann, ja klar. So, das war die Geschichte, wo ich gedacht hatte, ich bin schon gut, ich erkenne das sofort. Aber mir war nicht ganz bewusst, dass sobald jemand nur hingeht, schreiben sie mir ihren Stundensatz. Dass das genau die Umschreibung von ist, ich will nicht in den Konflikt eintreten, mein Budget und meine Bereitschaft zu zahlen zu nennen, weil ich ansonsten nicht gemocht werde, weil ich habe ja nichts auf dem Lappen. Also immer darauf achten, wenn jemand nicht konkret sagt, was er bietet, was seine pagatorische, seine tatsächliche echte Leistung, sein Geld, das er für eine Leistung von dir bereit ist zu zahlen, wird es so sein, dass er wahrscheinlich sich dafür schämt. Und davon profitierst du nicht, von diesem beschämenswerten Beitrag, den er da zu deiner Leistung zahlen möchte. Das Einzige, was er tun kann, ist bestenfalls dir noch ein gutes Gefühl geben. Und wenn du mich bereit bist, für ein gutes Gefühl zu arbeiten, weil jetzt kommt eine ganz, ganz große Überraschung. Wenn ich morgens aufstehe und ich fahre meinen Rechner hoch und ich fange an zu arbeiten, interessiert mich nicht, ob ich total spannende Projekte habe, die mich total begeistern. Nee, mich interessiert, ob ich heute Abend das Geld habe, mein Klopapier zu kaufen. Downright Baum. Ich gehe zur Arbeit. Wer von euch geht zur Arbeit und sagt, ja, Chef, heute musst du mich nicht bezahlen. Heute habe ich so einen spannenden Tag in der Buchhaltung. Das mache ich alles für dich umsonst. So, aber Beta denkt, das funktioniert so. Jetzt kommen wir aber zu den anderen Beiträgen. Ich bin mal gespannt, wie schnell ich die durchkriege, weil an denen werden die restlichen Punkte auch noch klar. Das ist schon ziemlich cool. Okay, vielleicht mal, gleich dasselbe Horn. Ich hatte einen Typen, der wollte eine Zahlungsschnittstelle implementiert haben. Der hatte irgendeine Software, und das war am Anfang noch nicht so spezifisch, aber ich habe mir das nachher angeguckt. Der hatte eine Software und er wollte dafür eine Zahlungsschnittstelle und ein Membership-System drauf haben. Ich dachte so, da steht mein Name drauf. Genau das habe ich vor 20 Jahren bereits schon gemacht. Ich weiß nicht, was ihr vor 20 Jahren gemacht habt. Aber ich habe ein Paysite-System geschrieben mit Memberships und Zahlungsschnittstellen. Deswegen gehe ich heute Flaschen sammeln. Ja, so ist das. So, und okay, ja, alles super. Also das Gespräch lief auch sehr gut. Ich habe nachher auch sogar schon gleich den Download gekriegt von allen Daten. Also praktisch eigentlich sind wir schon am Ende gewesen. Er war schon überzeugt, hat mir auch schon die Zugangsdaten und alles geschickt gehabt. Eine kleine Sache aber schon im Vorfeld und da kamen die Signale. Weil die Signale kommen ganz, 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 ganz früh, dass du mit den Leuten keine Geschäfte machen kannst. Und wir waren ja schon bei den wichtigen Eigenschaften, nicht in Konflikt eintreten und nicht spezifisch werden, weil man ab dann angreifbar ist und nicht gemocht wird. Daran erkennst du einen Beta und das zeigt sich ganz am Anfang schon im Geschäftsverhalten. Was war nämlich? Ich bin ja mittlerweile nicht dumm, ich stelle wichtige Fragen und zwar wirklich für dich als Allerwichtigstes ist, wenn du Leistung erbringen sollst, dieses schnell, günstig, gut, dieses Dreieck, okay? Und du musst wissen, wo du dich dort verorten sollst mit der Leistung, weil du willst nämlich wissen, wann ist das Ding fertig, wie schlecht oder wie gut muss es sein. Das heißt, passt das da irgendwo rein, so auch von der Anforderung, von der Zeit. Also beispielsweise Inder schreiben gerne Software so, indem sie fragen, indem sie sagen, schreib's in die Datenbank rein. Und wenn es nicht geklappt hat, ignorieren die das einfach weg und löschen die Fehlermeldungen. Das ist dann ganz praktisch, wenn du zum Beispiel schon dem Kunden für deinen Warenkorb was berechnet hast und danach verschwindet der Warenkorb im Nirvana, weil irgendwie was. Das ist gut für dich. Das ist indische Softwarequalität. Das willst du haben, wenn der Kunde kommt, hey, wieso habt ihr bei mir abgebucht? Ich habe nie eine Bestellung bekommen. Sau gut. Inder, Pakistanis, genau, die schreiben euch coole Software. Habt ihr viel Spaß mit, das unterhält. So. Also die ADSler-Krankheit, man kommt dann wieder nebendran. So, aber dieses Dreieck sagt dir halt aus, was willst du, oder was ist die Geschäftsbeziehung, was muss ganz am Anfang, ganz einfach, super simpel. Also die Fragen sind, wann muss es fertig sein, was erwarten sie von der Qualität und was ist ihr Preis, weil mit dem Preis tust du diese beiden anderen Achsen verorten, wo die tatsächlich liegen und wenn du dann siehst, das funktioniert nicht, dann kannst du den Job, brauchst den Job schon nicht machen. Das ist aber schon eine auf der Fachebene oder auf der pakatorischen echten Leistungsebene eine Entscheidung, die du triffst. Wir reden die ganze Zeit über etwas, was weit vorher ist. Über die Betas. Und darüber, dass die, mit denen man keine Geschäfte machen kann. Deswegen, gleich am Anfang kam die wichtige Frage von mir. Ja, wann soll es denn fertig sein? Ja, vor anderthalb Monaten am besten. Das ist wieder so eine typische Beta-Antwort, weil
sie gibt dir ein Gefühl. Du musst, also es ist total dringend und es ist, also wenn du das nicht schnell fertig hast, also das soll, musstest du schon, also gleich unter Druck setzen, das ist so eine typische Beta-Geschichte. Jeder vernünftige Geschäftsmann lässt seine Projekte in der Leitung nicht so verkommen, dass sie anderthalb Monate hinten dran lecken. Vor allen Dingen, warum? Was ist das Problem? Weil seit anderthalb Monaten ihm niemand die Zahlungsschnittstelle einbaut. Was ist das Problem? Kommen wir gleich dazu, haben wir sofort. So, zweite Frage ist dann natürlich die Frage nach dem der Qualität. Die habe ich erstmal gar nicht gestellt, weil Zahlungsschnittstelle, habe ich eigentlich gedacht, wäre ja klar, dass das funktionieren muss. Wenn du Zahlungen zum Zahlungsdienstleister rausschickst und es funktioniert nicht, da willst du Metriken haben, Telemetrie, was da passiert auf deiner Membership. Ja, da erstmal gar nicht verstanden, wovon ich rede, dass man, wenn man was verkauft, dass man auch sehen will, dass man was verkauft und wenn es nicht funktioniert, dass man dann sieht, warum es nicht funktioniert. Also muss er ja auch nicht, ist ja nur ein Kunde. Rechne ich ihm nicht wirklich an, das kann man ja versuchen zu erklären, dass man, wenn man was verkauft, sehen muss, wenn es nicht funktioniert. So, aber dann kam der Punkt mit dem Budget. Und das war ganz spannend, an der Stelle hat sich nämlich total gleich sofort hat es sich geäußert, er ist ein Beta. Warum? Wenn ich dich frage, als Geschäftsmann, nach Businessmann, der nach Daten, Zahlen, Daten, Fakten sein Business leitet und nicht nach Gefühlen, der wird sagen, hey, mein Budget ist X. Gut. Warum? Ja, weil er sich das durchgerechnet hat. Er ist ein Geschäftsmann, mit dem kann man Geschäfte machen und er weiß genau, ich will mit dem Ding so und so viel Umsatz machen, so und so viel darf das Ding in den Initial kosten, so viel Ding darf das Ding kosten in der monatlichen Unterhaltung. Und damit ich im Plusbereich bleibe, ist mein Maximalbudget X. Dann sagst du halt beim Budget vielleicht noch ein Drittel weniger, damit du noch Verhandlungsspielraum nach oben hast mit deinem Dienstleister. Ist ja okay. So, weil darüber kann man dann reden. Sachliche, nicht gefühlsbehaftete, weniger das Regenbogenpony, sondern die sachlich orientierte Diskussion mit dem Kunden ermöglicht das dir, wenn er dir das Budget nennt. So, jetzt aber kam die richtige Antwort, die sofort offenkundig werden ließ, das ist kein Kunde, sondern ein Beta. Ja, wenn ein Beta nicht in Konflikt treten will und nicht spezifisch werden will, weil er danach durch die Angabe eines Fakts interpretierbar zum Buhmann werden könnte. Und ich frage ihn, was ist das Budget? Da gibt es zwei Antworten, du erkennst sofort einen Beta dran. Punkt Nummer eins, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Premium, ein Premium-Geschäftsmann. Haben Sie ein Geschäftsmodell? Ja, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ja, sehr gut. Auf dem Erfolgskurs, weit nach oben schon gelangt. Und die zweite Antwort, und das ist sehr, sehr cool, weil da denkt man sich am besten erstmal so gar nicht, dass das so tiefen Sinn hat, aber es hat einen. Wenn du jemanden fragst, was ist dein Budget? Und er antwortet mit, ein anderer Dienstleister hat 360 Euro gesagt. Dann nennt er dir zwar eine Zahl, weil Hose runter, musste er ja, er musste jetzt eine Zahl sagen. Ansonsten hätte ich immer weiter auf der Sache rumgehackt. Er kam also nicht raus aus der Geschichte, er musste eine Zahl nennen. Aber er nennt nicht sein Budget. Weil wenn er sein Budget nennen würde, wäre er ja wieder interpretierbar als nicht wertig. Also nennt er das Budget von jemand anderem. Weil wenn ich dann sage, ja, das Budget, das reicht aber nicht, da sollten Sie sich dafür schämen, mit so einem Ding an den Start zu gehen, dann wäre das ja nicht sein Problem, weil das war ja das Budget von jemand anderem. Ja? Ihr versteht die Logik dahinter. So, also er ist komplett draußen, wenn er sagt, jemand anderes sagt, so und so viel kostet es. So, da war die Sache eigentlich schon gegessen. Mir war klar, zu Übungszwecken habe ich es noch weiter durchgezogen. Okay, ich habe den Download gekriegt und. Derjenige, der ihm das Angebot damals gemacht hat, hat so etwas genau dasselbe praktisch schon mal gemacht mit demselben Zahlungsdienstleister, wusste also ziemlich genau, wie lange das dauert und sein Angebot war 360 Euro. Was bedeutet einen Tag 300 Euro plus Mehrwertsteuer? So, damit habe ich aber auch schon eine Zielplanung gehabt. Das heißt, wenn ich gut bin, wenn ich weiß, wie es geht, habe ich einen Tag Arbeit zu investieren und wenn ich nicht weiß, wie es geht, investiere ich nochmal einen Tag Arbeit. Erstens in das Ding, was er da hat, und in die Zahlungsschnittstelle und dann schreibe ich das. Und 4 Stunden die Software analysieren, was wo wie reinkommt. 4 Stunden die Zahlungsschnittstelle mit Tests und allen Brummen rumschreiben und die Integration mit Endtests zum Schluss und Telemetrie
Und dann war ja noch das Membership-System dabei, weil das muss ja auch funktionieren. Da waren verschiedene Basic-Premium-Produkte. So, und das muss auch noch funktionieren. Dafür müssen auch noch die Tests geschrieben werden. Dafür müssen noch die Admin geschrieben werden. So, also 2 Tage mit einarbeiten ist schon extrem sportlich. So, dann habe ich mal halt gesagt, pass auf, du sagst die, mache ich es für 500. Ich habe gesagt, nicht 720, für 2 Tage 600 plus Mehrwertsteuer. Nee. Wie sind es denn? Doch schon, 360 mal 2, das sind 600, 720, ne? Naja, das sind das. So, gut. Dann kam aber, ja, wenn das so ist, dann muss ich mal schauen. So, also, er hat 1,5 Monate lang seinen Pott nicht aus dem Hafen rausgekriegt, weil er keine Zahlungsschnittstelle eingebaut hat, weil derjenige, der weiß, wie es geht, ihm 360 Euro berechnet hat. Ich will ja ein Geschäft machen und wenn ich 2 Tage arbeite, muss ich 2 Tage arbeiten und dann muss ich auch 2 Tage bezahlt kriegen. Ich habe ihm einen Preis gemacht, bei dem ich unter Existenzminimum rauskomme. Das war ihm natürlich noch viel zu teurer, ne? Ich wollte ihm 500 machen, 720 wären es eigentlich hätten sein müssen. Ich habe ihm 500 gemacht. So. Ich hätte ihm sogar noch mehr gemacht als der andere Typ, weil die ganze Telemetrie und die Tests waren dabei gewesen. Damit er Erfolg haben kann. So, und das Keyword bei ihm zum Schluss war, er hat nicht Ja gesagt, er hat nicht Nein gesagt. Dazu hätte er sich committen müssen, dazu hätte er sagen müssen, was er will und Ja oder Nein. Profis, Alphas, die sagen Ja oder sie sagen Nein. Warum? Ja, wenn ich Ja sage, super, wenn ich Nein sage, auch super. Weil wir machen hier ein Geschäft, okay? Es geht nicht darum, ob man mich mag oder nicht. Das ist wie eine Tanke. Wenn du für 10 Euro tanken willst oder für 20, da fragt dich doch niemand nachher nach. Oder wenn du auch nicht tanken willst, das interessiert doch keinen, verstehst du? Hast du Geld in der Tasche, gehst du für 10 Euro tanken. Hast du mehr Geld in der Tasche, gehst du für 20 Euro tanken. Hast du kein Geld in der Tasche, tank, tada, Magical Jump Cut. Dann, wenn du kein Geld in deinem Tank hast, dann fährst du Longboard. Das ist alles kein Problem. Dafür muss man sich auch nicht großartig rechtfertigen an der Tanke. Das weiß ein Alpha. Aber ein Beta versteht das nicht. Und deswegen kann er dir nicht sagen, Herr Knör, es ist okay, dass Sie mir einen Preis machen, bei dem Sie unter Existenzminimum rauskommen. Aber wissen Sie, matcht nicht mein Budget. Schönen Tag noch. Das ist doch völlig in Ordnung. Ist doch super. Ja, aber dazu müsste er mich ja ablehnen und dafür würde er nicht gemocht werden. Und damit er nicht in das Problem hineinkommt, dass ich ihn bewerten kann, negativ bewerten kann, weil er mir eine konkrete Absage gibt, muss er mir eine inkonkrete Absage geben und die lautet ja, dann muss ich mal schauen. Von dem höre ich nie wieder was. So, also wir haben jetzt schon wieder ein weiteres Merkmal. Punkt Nummer, wichtig hier. Ein Beta wird dir nie Ja sagen, ein Beta wird dir nie Nein sagen, weil er durch die konkreten Zu- oder Absagen interpretierbar und auch bewertbar wird. Und da er nicht negativ bewertet werden möchte, sagt er ein Beta ganz klipp und klar, vielleicht. So, hörst du den Satz vielleicht oder mal schauen oder mal sehen oder ich weiß noch nicht? Fertig, die Geschichte ist durch, du brauchst keine Geschäfte mit diesen Menschen machen. Der wird nämlich, wenn er nie sagen kann Nein, wird er auch nie sagen können Ja. Wenn ein Mensch nur sagen kann, vielleicht, wirst du mit dem, ja, möchten Sie hier tanken? Ja, vielleicht. Möchten Sie eine Packung Pommes oder 2? Ja, mal sehen. Wie willst du so einem Kunden Pommes verkaufen? So, gut. Also, wir sind schon recht weit. Er muss klipp und klar sagen, ja oder nein, nicht vielleicht. Er muss spezifisch sagen, was sein Budget ist, ohne Angst zu haben, bewertet zu werden. Ja, nächster Punkt, der war auch sehr spannend. Was ist denn einer der absoluten Grundvoraussetzungen, ein anderer Kunde, okay? Habe ich auch nicht gekriegt. Was ist denn die absolute Grundvoraussetzung, miteinander zu arbeiten? Arbeit ist ein kollaborativer Prozess. Ich als Dienstleister erbringe eine Leistung vom Kunden, die dargestellt sein muss, dass der Kunde diese Leistung zu seinem Nutzen verwenden kann. Das heißt, meine Leistung muss dem Kundenbedürfnis entsprechen. Und wie erfahre ich das Kundenbedürfnis? Man redet drüber.
Das ist nicht kompliziert. Okay? Das funktioniert also für euch Anfänger, die mit sowas keine Ahnung haben. Das funktioniert so. Du gehst im McDoof irgendwie an die Kasse und sagst, ich hätte gerne eine Pommes und einen Cheeseburger. Okay? Was kriegst du dann? Eine Pommes und einen Cheeseburger. Und warum? Ja, weil die Person an der Kasse wusste, die Person, die vor mir steht, will eine Pommes und einen Cheeseburger. Okay? Das ist die Grundvoraussetzung ist, dass du sagst, was du willst. Was ist aber die Grundvoraussetzung, wenn du sagst, was du willst? Du musst mit der Person tatsächlich sprechen. Warum spreche ich das so an, so konkret? Wenn ich Software entwickle, tue ich was ganz Komplexes. Und zwar unter anderem entsteht auch die Komplexität durch die Umgebung, in der das, was ich schreibe, läuft. Wenn ich etwas schreibe, was in einer Umgebung etwas tut, und die Umgebung ist nicht so, dass es das tun kann, oder anders, dann wird das nicht funktionieren. Beispielsweise. Longboard, ne? Longboard, kennt ihr, Longboard, ne? Longboard rollt auf einer geraden Straße. Wenn du jetzt einfach rollst und machst die Augen zu und die Straße ist gerade, ist alles super. Aber wenn da ein Stein liegt, fliegst du auf die Fresse. So. Das heißt, es lohnt sich mal gelegentlich die Augen aufzumachen und beim Longboardfahren zu schauen, ob ich auf die Fresse fliege. Und genau so lohnt es sich auch mal gelegentlich mit dem Kunden darüber zu reden, was machen wir denn hier eigentlich? Ansonsten fliegst du mit dem Projekt auf die Fresse. So, und Fun Fact, die meisten Softwareprojekte gehen wegen mangelnder oder falscher Kommunikation zwischen Kunde und Softwareentwickler den Bach runter. So, und dann bezahlt der Kunde natürlich nicht. Insbesondere, wenn du so einen kleinen Kunden hast, wo es nur um Fuffi oder 100 oder sowas geht. Der wird nicht hingehen und sagen, ja, ich habe Scheiße erzählt, sorry, meine Angaben waren nicht korrekt. Ey, wissen Sie was, Sie haben ja doppelt und dreifach gearbeitet, ich zahle Ihnen das auch noch. Nee, das wäre ja ein Alpha. Der ist doch jemand, aber nee. So, also, was soll das Ganze jetzt wieder? Supergeil. Okay, der Job war irgendwas Komisches. Sagen wir mal, ich habe so die Richtung erkannt, wo es lang gehen sollte. Ich habe nur nicht ganz verstanden, warum das jetzt so den hohen Maß an Geheimhaltung mit sich getragen hat. Weil sie wollten nämlich aus Anonymitätsgründen mit mir nicht telefonieren. Also, wenn du irgendwas ganz Fragwürdiges machen willst und niemand darf wissen, was du es machst, dann gehst du heutzutage nicht mehr ins Darknet, sondern du gehst auf irgendwelche Kleinanzeigen-Plattformen und rekrutierst dir dort die Leute. Also, um es mal konkret zu sagen, es war jetzt nichts wirklich. Es ging um das Ausleiten eines Referrers. Und das Skript sollte sich danach selbst entfernen. So, also, was soll's. Ist echt nicht das Ding jetzt. Also ich sehe da jetzt nicht das Potenzial, dass da irgendjemand geschädigt wird mit Quatsche. Und daher hätte ich es gemacht. Aber da kommt wieder der Punkt, warum es halt so problematisch ist, weil wenn ich irgendwas weglöschen soll, was muss ich dann können? Es weglöschen. Und um zu wissen, ob ich es weglöschen kann, muss ich nachfragen, wie die Umgebung ist, in der ich bin. Bei meinen Webservern kannst du beispielsweise im Public Root, wo die PHP-Dateien liegen, nicht schreiben. Also ich habe keine WordPress-Seiten bei mir laufen oder so ein Scheiß, macht euch keine Sorgen. Bei mir ist im Public Root mal Read-Only. Warum? Damit niemand schreiben kann. Um genau so ein Zeug nicht zu machen. Damit bei mir kein Spaßvogel irgendwelchen Bullshit zieht, wie genau den Scheiß, den ich da ziehen soll. So, deswegen wäre es halt ganz witzig zu wissen, was ist denn jetzt die Umgebung, wo das Ding läuft. Weil da gibt es nämlich ein paar Sachen, die ich noch machen könnte, wenn man zum Beispiel genau weiß, ich habe zwar keine Löschrechte auf der Gurke, aber ich kann hingehen und versuchen beispielsweise irgendeinen Cron-Job einzustarten, der noch irgendwas macht. Oder zum Beispiel ist auch nicht wirklich, das habe ich noch nicht ausprobiert, ich gehe mal davon aus, dass das ein bisschen problematisch wird. Wenn der Webserver auf der Datei liest und hat einen Read-Handle, wenn du versuchst, sie aber zu löschen, brauchst du einen Schreib-Handle. Und wenn du auf dich selbst versuchst, von einer Datei, wo der Webserver noch das Read-Handle möglicherweise bis zum Schluss hält, das weiß ich halt nicht, muss ich ausprobieren. Das hängt auch wieder von der Umgebung ab, ich kann es nicht sagen. Und bei Nginx wird es vielleicht anders laufen als bei Apache, das hätte ich ausprobieren müssen, aber das wäre dann gelaufen, wenn ich den Auftrag gekriegt hätte. So, Problem ist dann halt,
Wenn ich mich nicht selber weglöschen kann, muss ich mich weglöschen lassen. Dann ist zum Beispiel die Frage, habe ich die Möglichkeit, Cronjobs in die Cron-Tab-Datei einzutragen, die den Job dann eine Minute später beispielsweise laufen lassen. Das sind das Sachen, die muss ich wissen, weil ich musste das Ergebnis liefern. Okay? So. Problem, sie wollte nicht mit mir telefonieren. Sie konnte mir die Fragen, hat mir die Fragen auch nicht bei ihr. Ich habe sie dreimal dieselben Sachen gefragt. Es ist okay, wenn sie die nicht versteht, ja? Aber dann kann man trotzdem drüber reden, damit ich sie ihr klar mache, was ich brauche. Dazu braucht man Kommunikation. Problem, dazu muss man miteinander reden. Das funktioniert nur, wenn man telefoniert. Das funktioniert nur, wenn man bereit ist, den Hörer abzuheben und durchzuwählen und zu klingeln. So, was ist das Problem? Betas sind unter anderem auch deswegen Betas und haben keinen Erfolg und kein Geld, weil sie nicht mit anderen kollaborieren. Ein typischer Satz eines Betas ist, ich hasse Menschen. Ich komme ein Kaninchen. Das ist ganz klein. Ja, sieht man auf die Entfernung nicht. Wenn es näher kommt, versuche ich es nochmal. So, also, ein Beta wird nicht miteinander reden. Weil wenn man miteinander redet, muss man seinen Standpunkt beziehen. Man muss konkret werden, was man will, reden darüber, was man will, und man muss sich unter Umständen auch bewerten lassen. Und das ist das Letzte, was ein Beta will. Deswegen redet er nicht gerne mit Menschen, und weil er es nicht gerne tut, fehlt ihm die Übung. Und weil er nicht die Übung hat, mit Menschen zu reden, ist die Angst riesengroß, mit Menschen zu reden. Und weil er eine riesengroße Angst hat, mit Menschen zu reden, versucht er das zu vermeiden, weil das ist ein negatives Gefühl. Haben wir das Wort Gefühl bei Betas heute schon in den Mund genommen? So. Und deswegen versucht er mit dir alles nur per Mail durchzugehen. Ich hatte einen Clown, das war richtig krass, der wollte die komplette Projektabwicklung über WhatsApp. Aus rechtlichen Gründen, DSGVO, geht das schon mal gar nicht. Aber wenn ich auf einer DIN A4-Seite zusammengeschrieben habe, die Anforderungen an das Projekt und meine Leistung, dann kann ich mich auch direkt darauf beziehen. Wenn der mir eine E-Mail schickt, dann kann ich direkt sagen, schauen Sie mal hier, am so und so vielten, um so und so viel Uhr haben Sie geschrieben, das und das soll so sein. Jetzt überleg du mal, du musst das aus 150 bis 200 großen Sprachdateifetzen, die du irgendwo sortiert hast, danach transkribieren oder du musst es alles nochmal einzeln durchhören. Ja, bezahlst du die extra Zeit, Digga? Nee, tue ich nicht. Natürlich nicht. Muss immer billig sein. Dann schreib mir eine E-Mail oder lass uns drüber kurz telefonieren. Und dann machen wir einen Mitschnitt und dann haben wir das dann im Notfall auch noch, wenn wir mal eine Stunde einen Mitschnitt gemacht haben. Aber dieses WhatsApp hingefutzelt, damit kann ich keine Software entwickeln. Sorry, ich brauche Rückfragen, ich muss für sie eine Leistung bringen und ich muss wissen, was die Leistung beinhaltet und worum es geht. So, deswegen hat der gesagt schon, mache ich nicht. Da ging es dann um 1500 Euro irgendwas. Also der wollte haben von mir eine Webseite komplett hochgezogen, ohne dass ich auch nur ein Wort mit ihm rede. So, und die Tante wollte aus Anonymitätsgründen nicht mit mir reden. So, aber die Anonymitätsnummer kaufe ich einfach nicht ab. So, weil wenn man schon Tina M. oder irgendwie sowas da im Nick drinnen stehen hat. Jungs, Mädels, die tracken eure IP-Adressen, wenn ihr auf den Portalen... Wenn ich unerkannt bleiben will, dann mache ich das nicht über Kleinanzeigenseiten. So, also wir sind an einem wichtigen Punkt. Wenn ein Beta den Kontakt mit dir, das Sprechen mit dir verweigert, kannst du ihm keine Leistung bringen, weil du musst wissen, was die Leistung ist. Du musst deine Leistung auf seine Bedürfnisse anpassen. Dazu musst du mit ihm reden. Ein Beta kann nicht mit dir reden, weil er es nicht geübt ist, weil er davor Angst hat, weil er in einem Gespräch Position beziehen muss und für diese Position möglicherweise auch nicht gemocht wird. Oder, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den trifft besonders kleine Eichhörnchen und Einhörner manchmal, Betas untereinander demütigen und erniedrigen sich. Was ihn für einen Beta völlig aus dem Konzept bringt, das ist ganz spannend, macht das mal, lobt mal jemanden. Das Konzept, gelobt zu werden, ist ein Konzept, auf das ein Beta komplett nicht klarkommt. Du erkennst auch sofort einen Beta daran, das ist ganz einfach, du gehst hin und lobst ihn. Und wenn er auf das Lob nicht klarkommt und gar nicht mehr weiß, was er machen soll, ist nicht gelobt zu werden. Und warum? Ja, weil er nur unter Betas ist. Und unter Betas gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Rangordnung am Futterungstopf klarzustellen. Man erniedrigt sich gegenseitig. Und derjenige, der am meisten erniedrigt andere, ist derjenige, der sich selbst am meisten erhöht.
So funktioniert das. Und weil Betas irgendwann die Schnauze davon voll haben, immer am unteren Ende der Nahrungskette zu sitzen, merken sie, soziale Interaktion führt immer nur zu negativen Gefühlen. Haben wir schon über Gefühle geredet heute? Genau, Gefühle. Ja, was für Lego Duplo? Beta Duplo. Lego Beta. Und deswegen versuchen sie natürlich in einer Vermeidungshaltung Gespräche zu vermeiden. Und wie willst du mit jemandem, der gut ist, gemeinsam ein Projekt durchziehen und du davon profitieren, wenn du nicht gemeinsam mit ihm was machst, weil du nicht mit ihm redest? Deswegen wirst du natürlich nie von irgendjemand anderem profitieren. Deswegen wirst du nur nicht rein. Okay, ich revidiere. Vielleicht war es auch einfach nur eine Ratte. Aber es sah aus wie ein Kaninchen. Also das war auf jeden Fall eine Ratte. Eschberg, Home of the Rats. So, also ganz wichtig. Wenn jemand mit dir nicht reden will, mach mit ihm keine Deals. Ganz am Anfang, will jemand mit dir nicht reden, alles klar. Ich respektiere ihre Einstellung, aber als Dienstleister bin ich darauf angewiesen, mit ihnen gemeinsam Lösungen für ihre Probleme zu erarbeiten. Und wenn sie sich aus diesem Prozess ausschließen, bin ich als professioneller Dienstleister nicht in der Lage, meine Arbeit zu machen. Von daher möchte ich Ihnen gleich, wie in Alpha, sagen, nein, mache ich nicht. Und auch nicht, ja, mal schauen. Sondern nicht, ja, sondern nein. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, würde ich mich freuen, von Ihnen eine Erfolgsstory zu hören. Hauen Sie rein, viel Erfolg. Genau, so macht das in Alpha. So, jetzt der nächste Punkt. Es gibt eine ganz spezielle Sorte von Betas, die sind die geilsten. Wir wissen ja, dass es bei Betas immer nur um Gefühle und Anerkennung, damit sie sich selbst einordnen können in der Rangordnung. Weil nur wenn sie anerkannt und gemocht werden, haben sie ja was zu essen. Das ist ja dieses frühkindliche Schema, nach dem die ihre Bedürfnisbefriedigung orientieren. Wenn du aber eine Anerkennung willst, zum Beispiel eine gute Note, und du müsstest was dafür tun, aber dann müsstest du ja was dafür tun. Also echte Leistung bringen oder sowas. Ja, nee, das geht gar nicht. Nee. Das kann ich ja nicht. Und dann müsste ich ja was lernen. Und wenn ich es nicht kann und ich es lernen muss, dann mache ich ja Sachen falsch. Und dafür würde ich dann ja nicht geschätzt werden. Weil nur wenn ich perfekt bin, dann werde ich geschätzt. Ja, und außerdem könnte ich ja auch versagen. Und was ist die allereinfachste Methode eines Betas, um immer geschätzt, immer unter die Arme gegriffen zu bekommen und nie zu versagen? Er fängt es erst gar nicht an. Ja, Moment. Wir reden doch hier gerade über Noten. Also, ja, okay, Unitestate. Ganz großes Thema. Unitestate. Du sollst eine Leistung bringen. Jetzt bist du aber Beta. Und du hast die Option zu scheitern. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn du ein Testat oder einen Unitest machst, kannst du scheitern. Du willst aber nicht scheitern, weil dann wirst du nicht gemocht. Du willst es aber auch nicht lernen, weil dazu müsstest du was tun. Und dann könntest du ja auch was falsch machen und danach würde dich jemand nicht mögen, weil du ja scheitern könntest. Und das ist ja, wie wir schon jetzt rausgearbeitet haben, eine der Urängste eines Betas, nicht gemocht zu werden und insbesondere scheitern. So, du musst es aber trotzdem tun. Du brauchst ein Ergebnis. Und was ist die Lösung? Jemand anderes macht es für dich. Aber wie machen wir das? Na ganz klar, wir bezahlen ihn nicht und geben ihm ein gutes Gefühl. So, das ist gut. Weil nur die Besten der Besten geben dir ein gutes Gefühl. Falls es euch dann irgendwann mal passiert, hier die zwei Sachen. Ihr erkennt es aus einer positiven Bestärkung oder aus einem Erpressungsversuch mit einem negativen Gefühl. Also immer positive oder negative Gefühle, es geht immer nur um Gefühle. Lego Duplo Beta. Indem die Person zum Beispiel sagst, hey, das würde mir so helfen, wenn du das machst. Oh, ich wäre dir ewig dankbar. Die Dankbarkeit trägt natürlich nicht bis zum nächsten Eis oder zum Kasten Bier. Oder, oh mein Gott, wenn ich das nicht abgebe, dann ist mein ganzes Studium, die letzten 3 Jahre waren umsonst. Und dann werde ich ausgewiesen und komme zurück in den Sudan oder irgendwas, kann ich nicht. Oder mein Vater entmannt mich oder so, erbt mich, wenn ich jetzt diese da noch was sage. Das musst du jetzt für mich machen. Ansonsten, um Gottes Willen, dann bist du dran schuld. Wenn du meine Hausaufgaben jetzt nicht machst, dann bist du daran schuld, wenn mein Studium den Bach runtergeht. Also Gefühle, ganz wichtig. Nur nicht irgendwie entlohnen. Okay, die Entlohnung war ein Fuffi. Ein Fuffi, dass ich seine Uni-Hausaufgabe mache.
Ich bin die Sache schon relativ klug angegangen. Also der Fuffi war okay gewesen. Ich habe Kalkulationen drauf gemacht, worum es ging. Ich habe 2 Arbeitstage kalkuliert. Das wären halt die besagten 720 Euro inklusive Mehrwertsteuer, wenn ich es im Kunden berechne. Aber ich habe halt gesagt, ja, besser als Flaschen sammeln. Und es waren 2 Sachen, die ich sowieso ausprobieren wollte. Und der hat ein Framework verwendet, das ich noch nicht gekannt habe. Und da habe ich mir auch so überlegt, okay, ich setze mich immer jeden Tag hin und lerne und kriege nichts dafür. Und wenn ich mich jetzt 1-2 Tage hinsetze und kriege einen Fuffi dafür, ist das immer noch besser als Flaschen sammeln. Mach ich. So, ich habe es relativ klug angefangen. Ich habe nämlich schon gleich die wichtigen, richtigen, erkennst du ja schon die Fragen so. Wie soll es sein? Welche Qualität ist halt wichtig, wenn ich jemandem die Hausaufgaben mache? Also so Leute wie ich, die keinen Job kriegen, die sind in der Lage, auf verschiedene Art und Weise Code zu schreiben. Zum Beispiel wie vor 20 Jahren, wie ein Vollidiot, wie ein Inder, wie jemand, der nicht weiß, worum es geht, oder wie jemand, der was kann. Sag mir, wie du den Code haben möchtest. Ich schreibe dir es passend. Ja, also ich kann dir einen Code schreiben wie jemand, der weiß, worum es geht, oder für jemand, der gerade erst anfängt zu schreiben. Nur es ist halt gut, wenn du den Code von jemand anderen so schreibst, nach dem Code, den du gesehen hast von ihm. Und insbesondere wäre es auch ganz gut, wenn du vorher weißt, jetzt ist ja auch der wichtige Punkt, wenn du vorher weißt, was die da eigentlich machen oder was du voraussetzen kannst. Das heißt, du brauchst die Unterlagen vom Kurs. So. Und vor allen Dingen musst du auch wissen, für deine Zeitplanung, ja, wie viel Zeit oder so, wie lange brauche ich dafür, weißt du? So, und auch so, wann es fertig sein muss, ist immer so eine ganz spannende Geschichte. So, also meine ersten Fragen waren, welchen Aufwand soll das haben, welche Quali brauche ich? Punkt Nummer nächstens, wann muss es fertig sein? Und ich brauche von dir Unterlagen zum Thema, erstens, wenn du schon was selber was geschrieben hast und das abgegeben hast, brauche ich von dir deinen alten Code, damit ich sehen kann, wie du schreibst. Und dann brauche ich die Blätter des Kurses von dir, damit ich weiß, welche Voraussetzungen ich zu was ich anbringen kann. Also beispielsweise, wenn ich sehe, die haben bestimmte Sachen verwendet und ich würde was anderes verwenden, dann verwende ich natürlich die von denen, damit das nicht auf einmal auffällt. Gut. Was habe ich gekriegt? Ich habe von ihm noch nichts gekriegt. Also ich hatte von ihm gar nichts gekriegt, was von ihm war, weil dazu hätte er ja was von sich haben müssen. Aber es ging darum, für das Projekt, das er machte, gab es vorher einen Kurs. Und den Kurs hat er nicht besucht. Also alles, was er in dem Projekt machen sollen, hätte er gelernt in dem Kurs, den er nicht gemacht hat. Weil es ist natürlich, weil der Kurs hat er keinen Bock drauf gehabt, er hat aber auf die Creditpunkte Bock gehabt von dem Projekt. Und deswegen hat er den Kurs nicht gemacht, den er braucht, um das Projekt zu machen, und hat dann das Projekt nicht selber machen können, weil er den Kurs ja nicht gemacht hat. Und hat gedacht, damit kommt er dann durch, ist er dann doch nicht durchgekommen. Und deswegen hat er jemanden gesucht, der es ihm selbst macht. Also, ja, okay. Das war die Logik dahinter. Gut, aber wie gesagt, 50 Euro, das ist schon ein Scheinchen. Damit kann man sich ein Po abwischen oder alles Mögliche machen. Es reicht auf jeden Fall für ein paar Tage zu essen, im Zweifelsfall. So, gut, also, was habe ich von ihm gekriegt? Nichts von ihm, hat er ja nicht gehabt. Die Kursunterlagen habe ich angefordert, die habe ich auch nicht gekriegt, weil für die hat er sich natürlich auch nicht interessiert. Das heißt, ich wusste nichts von dem, was und wie das gemacht werden soll. Was er mal gemacht hatte, geschickt hatte, das war schon ganz, das war wertvoll. Das war ein Referenzprojekt von jemand anderem, der das Projekt gelöst hatte. Das heißt, ich konnte im Prinzip gucken, wie es ging. Schon ein bisschen verwirrend war. Das, aber egal. So, das war im Prinzip okay. Aber eine wichtige Sache hat der gute Mann nicht erwähnt. Wenn du dem Kunden, dem Beta, dem Kunden, eine Lösung liefern sollst, und die Lösung muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein, was ist wichtig? Nee, kein Gefühl. Eine Zahl, ein Datum, ein Fakt. Der Zeitpunkt. Wenn du als Band irgendwo spielst, ist es sehr wichtig, dass du weißt, wann du spielen sollst. Okay? Wenn du eine Woche lang mit einem Veranstalter rummachst und der sagt dir auf einmal, ah ja, könnt ihr heute Abend vorbeikommen dann? Und es ist in 200 Kilometer Entfernung und fünf Leute von der Band müssen dann am Mittag um 13 Uhr dem Chef sagen, kann ich heute 4 Stunden früher gehen? Nee, das macht man nicht. Man sagt, wenn man einen Gig macht, sagt man vorher, unser Gig ist am, lass uns drüber reden.
So, und wenn du von einem Dienstleister eine Leistung zum bestimmten Zeitpunkt T1 haben möchtest, oder TX, das ultimate X, ja, Exitus, dann sagst du dem Dienstleister, ich brauche den Scheiß bis zum. Okay? Das ist aber, ein Beta wird sich allerdings nie wirklich mit dem Zeug auseinandersetzen. Weil dafür hat er keinen Bock, das ist ihm zu kompliziert. Dazu hätte er sich einarbeiten müssen, dazu hätte er irgendwas verstehen müssen, damit hätte er wieder investieren müssen. Und investieren in irgendwas ist nicht eines Betas Ding. So, und was tut er? Er tut sich nicht investieren. Insbesondere wird er auch sich nicht in das Projekt investieren, weil wenn er sich in das Projekt investiert hätte, hätte er ja zumindest mal irgendwas zu dem Thema zu sagen gehabt. Hat er ja nicht. So, und er hat nicht mal das Datum der Abgabe mir kommuniziert, obwohl ich ihn gefragt habe. Meine Idee war dann, ja gut, wenn er darauf jetzt nicht eingeht, dann kann das ja jetzt ja alles nicht so dringend sein, ja. So, dann habe ich meine Kalkulation gemacht, okay, einen Tag in das Framework einarbeiten, einen Tag in die APIs und das verheiraten. Klingt plausibel, so. Dann habe ich die Sachen gekriegt. Hab die Sachen dann aufgemacht, schon ein bisschen durch den Code durchgewühlt, so 2-3 Stunden, um mal zu gucken, was die hier gemacht haben. Wie gesagt, ich kannte halt das Framework nicht und das hat das anders gemacht, als ich es erwartet habe. Aber cool und keine verschwendete Zeit. So, und dann entdecke ich in irgendeiner README-Datei noch eine versteckte Projektbeschreibung, aber nicht die, die er mir geschickt hatte. Die war nämlich aber ergänzt um einen ganz interessanten kleinen Zeile mit einem ganz interessanten, fast schon zu vernachlässigenden Fakt, der lautete Abgabe am so und so vielten um 23.59 Uhr. Gut, warum war das erheiternd? Naja, als ich um 23.50 Uhr draufgeschaut habe, war das Abgabedatum am nächsten Tag um 23 Uhr. So, und wenn deine Zeitplanung ist, weil du ja ein Dienstleister bist und mit deiner Zeit planst und arbeitest und weißt, wofür du redest und mit Zahlen, Daten und Fakten und arbeitest und dich für den Scheiß interessierst, den du machst, stellst du auf einmal fest, okay, meine Zeitplanung ist 2 Tage. Wie soll denn das gehen? Kurz nochmal, um da irgendwie abzusprechen. Abgabe ist morgen um Mitternacht? Warum hast du mir das nicht vor 3 Tagen gesagt? Ich habe gesagt, lass uns drüber reden, lass uns drüber sprechen, lass uns gucken, was ich hier weiß, was ich mache. Und jetzt kommst du mir hier und ich kann 23 Uhr nachts sehe ich, dass ich morgen den ganzen Tag, nicht die nächsten 4 Tage in 4 Stunden abends neben der Arbeit, sondern dass ich jetzt hier einen Tag komplett meine Arbeit wegkippen muss, für die ich normalerweise Geld berechnen würde, um dir das Ding für einen Lappen zu machen, weil du nicht in der Lage bist, mir zu sagen, dass die Abgabe morgen ist. So, falls ihr noch Fragen habt, warum, wie der in seinem Leben Erfolg haben wird, ja? Also erstens mal, sein Erfolgsrezept ist, ich kümmere mich einen Scheiß um nix, sorg auch nicht dafür, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mit mir zusammenarbeiten können, weil ich mich um Scheiß drum kümmere, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dass man mit mir zusammenarbeiten kann. Und wenn mich etwa eine Leistung zusage, die ich erbringe, dann lasse ich es jemand anderen machen, weil ich habe keinen Bock, mich da reinzuknien und gehe auch nicht das Risiko ein, zu scheitern. Beta pur. Beta pur. Okay, woran erkennt man in dem Fall jetzt also ganz konkret einen Beta? Ein Beta ist nicht bereit zu scheitern, weil er dadurch nicht gemocht werden würde und es ein schlechtes Gefühl ihm geben würde. Scheitern ist dabei immer eine Option, wenn du etwas tust, insbesondere dann, wenn du etwas noch nicht tust, also noch nicht getan hast oder auch nicht kannst, also in Ausbildungssituationen. Alphas wie ich sagen, ich kann es zwar nicht, aber ich schaff's mir jetzt drauf, weil ich die Konfidenz habe, dass ich den Wert habe, das hinzukriegen. Der Beta sagt, ja, ich kann das nicht und ich kann es auch nicht lernen, weil ich kann das nicht. Und wenn ich es jetzt mache und ich mache was falsch, dann mag man mich ja nicht. Und so. Und die Lösung des Alphas ist, ich kann es nicht. Aber das schaffe ich mir jetzt drauf. Und die Lösung des Betas ist, ich kann es nicht. Ich habe Angst zu scheitern, weil man mich da nicht mag. Und deswegen fange ich das gar nicht an und lasse jemand anderen meinen Scheiß machen. So, nochmal die Rolle zurück. Du erkennst in dem Fall einen Beta daran, dass er seinen Scheiß nicht selber macht, nicht einsteht zu seinen Verantwortungen, die er gibt, und andere für ihn seinen Scheiß machen lässt, ohne, und das kommt das Wichtige noch dazu, ohne sie angemessen zu entlohnen, weil er hat ja sowieso nichts, weil niemand ihm was gibt und niemand, weil er von niemandem profitiert.
weil er niemand von sich profitieren lässt und niemand, der ihm Profit geben würde, sich mit ihm abgibt. Und das solltest auch du sein. Weil wie willst du von jemandem profitieren, der dir ein Sechstel dessen gibt, was du berechnen musst und dir deinen Terminplan komplett über den Haufen wirft und du einen kompletten Tag anstatt einer Stunde anderthalb für ihn frei machst. So. Lange Rede, langer Sinn. Big Learning. Big Learning. Es ist sowas von wichtig. Nicht-Kunden, Betas. Eine Kundenkategorie, Betas. Das sind die, die man als Poor Dogs bezeichnet. Das sind die Kunden, die mit der Leistung, die du ihnen erbringst, nichts anfangen können, sie nicht umsetzen können. Wenn du jemanden umsonst einen Radiospot machst und er hat nicht das Geld, das Ding nachher bei Radio Salü zu senden. Warum ist das relevant? Ein Spot kostet 250 Euro, das Senden 3000. Wenn jemand die 200 Euro nicht auf dem Lappen hat und du machst sie umsonst, dann wird er mit dem Spot nichts anfangen können. Das ist ein Klasse-4-Kunde. Wenn ein Convention-Veranstalter kommt und sagt, kannst du mir einen Spot machen? Ich habe kein Geld, dann schenke ich dem den Spot. Damit kann er nichts anfangen. Aber warum? Er kann jetzt keine 300 Euro Werbung schalten. Er hat ja weder 300 Euro für dieses Ding zu schneiden, von mir noch 300 Euro für Facebook-Werbung zu schalten. Hat nichts auf dem Lappen. So, und das, wenn du Kunden hast, die deine Leistung nicht umsetzen können, weil sie nichts auf dem Lappen haben, eine Kategorie davon, das sind die Betas. Und die musst du im Vorfeld erkennen. Und das Schöne ist, auch wenn es dunkel wird, das Schöne ist, und das ist das Erhellende und das Leuchtende, du kannst Betas bereits in den ersten Atemzügen erkennen und sie dann aussortieren. Weil, und das ist nämlich der wichtige Punkt, wenn du an einem Tag mit 100 Betas telefonieren musst, und mit 100 Betas telefonierst du eine Stunde lang und in den letzten Sätzen wird dann klar, ja, ich habe ja eigentlich kein Geld oder nee, ich will nicht oder irgendwas oder ich habe keine Ahnung, ja mal schauen, dann hast du 100 Stunden am Tag telefoniert. Das ist nicht zielführend. Ich weiß, ich bin ADHSler, aber das Krasse ist, hier drinnen war früher das Edeka. Später war da die Apotheke vom Raffi. Und als ich klein war, war das hier riesig, weil da war. Okay, ich war ja auch nur so groß wie's Longboard. Ja. Also, ganz, ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtig. Ihr könnt eure Zeit nicht auf Betas verschwenden. Dann kommt ihr nicht mehr zur Potte. Ihr kriegt keine Leistung mehr auf die Straße, keine PS mehr auf die Straße. Ihr kriegt kein Geld mehr verdient, wenn ihr die ganze Zeit nur mit Betas euch abgibt, die euch ablutschen und es kommt nachher keine Kohle bei rum. Das reißt euch existenziell runter. Und das betrifft alles. Das betrifft, wenn ihr als Autor bei einer lesen wollt irgendwo und die können euch und wollen euch nicht bezahlen. Oder ihr seid eine Band und wollt bei irgendjemandem spielen und dann kommt dieses Gelutsche. Oder du willst mit deiner Band jemanden reinholen und der ist auch wieder komplett unbestimmt und es passiert nichts. Wenn du Geld verdienen willst, wenn du Erfolg haben willst in deinem Leben, musst du mit Menschen etwas gemeinsam tun, dir etwas tun und aus denen, von denen du profitierst. Und deswegen ist es wichtig zu erkennen, von Menschen kannst du profitieren. Und da das extrem schwierig ist, versuch's doch einfach mal mit dem Schritt, den ich gerade vorgeschlagen habe. Schau dir an, von welchen Menschen du nicht profitieren kannst. So. Das Ganze war natürlich ziemlich lang. Möglicherweise mache ich nochmal einen komprimierten Beitrag für Patricks Live-Support drauf. Das wird sich sogar lohnen. Aber du solltest jetzt ein paar wichtige, wenn nicht gar die wichtigsten eigentlich, weil das sind eigentlich die Situationen, die ich ständig habe, Indikatoren kennen, die Menschen aufweisen, mit denen du nichts machen kannst, weil sie Betas sind. Also, wenn du jemanden hast vor dir, Beta, einen schönen guten Tag, viel Erfolg noch. Möge die Sonne auf ihr Gesicht und ihr Haupt scheinen, aber ich habe was Besseres zu tun. In dem Sinne, da geht's noch an den Brandenburger Platz runter, ein bisschen Longboard fahren. Tschüss.